Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Im letzten Part haben wir hier auf der Apollo-Insel diesen Looping gebaut und sollen eigentlich ein Space Shuttle starten, um Blackwell ins All zu folgen. Der hat ja im letzten Part seine Bombe gezündet quasi, also nicht wortwörtlich, sondern da seine Rakete von seinem Blackwell Tower aus gezündet hat und damit irgendwie ins All abgehauen ist, was auch immer der Knabe davor hat. Ach was... Und ich wollte mich hier einfach noch so ein bisschen auf der Insel umsehen. Also ich glaube, dieser Part wird jetzt mehr eine kleine Erkundung der Apollo-Insel. Weil irgendwie habe ich Bock nochmal auf ein bisschen Story-Fairness erkunden. Wie geil, schönes Easter Egg. Ja, geil. Genial, wieder eine schöne Mario-Anspielung. Wir hatten ja schon einmal so einen Power-Stern. Jetzt haben wir auch den klassischen Münzblock. Schöne Sache. Also ich finde solche kleinen Anspielungen einfach herrlich. Das ist eine schöne Sache. Finde ich toll, dass die Entwickler sich für so einen kleinen Spökes auch Zeit nehmen. Also es gibt hier einfach überall was zu entdecken und genau deshalb habe ich jetzt auch einfach Lust, mich hier mal ein bisschen umzusehen. Und da die Apollo-Insel hier ja doch ein recht abgeschlossener Bereich ist, habe ich mir gedacht, also für alle, die sich da nicht spoilern lassen wollen beim Erkunden, da kamen nämlich auch schon Nachrichten, die gesagt haben, sie würden das gerne, würden sich freuen, wenn ich das trenne. Also ich werde jetzt hier heute in diesem Part, ich weiß nicht, wie weit wir kommen, vielleicht machen wir auch mit der Story weiter, aber auf jeden Fall mal die Apollo-Insel ein bisschen erkunden und sich hier umgucken. Das heißt, wer das noch selbst erkunden möchte und noch nicht getan hat, der sollte sich diesen Part erst anschauen, wenn er das selber getan hat. Hupala. Glorreich uneleganter Sprung. Weil diese Insel ist ja... Ich weiß nicht, sie ist relativ weitläufig, aber ich glaube, draußen am Strand gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu entdecken. Ich werde trotzdem gleich mal vorbeischauen, ob wir da was haben. Aber hier, eigentlich wollte ich im letzten Part am Ende dann direkt rüber zu dem Shuttle. Aber dann sind mir noch so viele Posten aufgefallen, wie da hinten dieser kleine Stromkasten. Den haben wir jetzt auch noch gar nicht gemacht, das werden wir dann gleich erledigen. Ja, und dann habe ich mir jetzt spontan gedacht, nix ist... Dieser Part wird zumindest am Anfang, ich weiß wie gesagt nicht, wie lange wir hier brauchen, um uns hier mal über umzusehen, ein kleiner Umschaupart und Erkundungspart. Wie man sehen kann, hier gibt es ja auch schon einige Sachen, die man zusammensetzen kann. Schöner Ausblick übers Meer und über Lego City, zumindest in der Ferne. Aha. Wo kommen wir denn hier hin, Schönes? Komplett rüber auf das Dach? Jedenfalls ziemlich weit. Und da unten ist ja auch noch fürs Vögelchen. Ah ne, da geht's ran. Okay. Und das freut mich insofern, als dass wir dann auch zu dem Vogelstartpunkt, also wo wir mit dem Hühnchen fliegen können, in die Nähe kommen. Das finde ich doch mal gut. Sonst hätte ich mir das jetzt nämlich eh noch auch noch angetan. Okay. Was haben wir hier freigeschaltet? Oha, nochmal eine Astronauten-Uniform, finde ich gut. Hat man ein bisschen Abwechslung. Ach, da drüben, da ist ein Schweinchen. Ja, wunderbar, dann holen wir uns das als nächstes. Pardon. So, da ist sie doch. Die Farmer-Verkleidung. Und hier, das meinte ich eben mit dem Strand, wenn man es denn so nennen will. Dass es jetzt hier nicht so wahnsinnig viel gibt. Aber ich werde mich trotzdem mal umschauen. Wer weiß, was es... Was es hier so gibt. Und vor allen Dingen gibt es hier erstmal ein Spiderschwein. Oder Bergschwein eigentlich, ne? So hat er sie genannt. Wo ist denn hier die... Ach, wieso kann man die Kamera wieder nicht drehen? Die gute Schweinskanone. Da waren wir doch mal im Schweinsgalopp hin. Oh Gott, der war flach. Ja, da ist er auch schon. Wunderbar, dann wollen wir das gute Tier mal zu seinem Besitzer zurückfeuern. Na komm her, Dickerchen, rein mit dir. Hops. Irgendwie tun mir die Viecher immer leid. Aber naja, wer ausbüchst. Wie sind die eigentlich hier rübergekommen? Das ist der helle Wahnsinn. Okay. Das ist das zweite Schweinchen, was wir zurückgebracht haben. Eigentlich eine Schande. Was heißt eine Schande? Ich suche ja bislang noch nicht aktiv, sondern... Ja, wenn mir eins ins Auge fällt... Das war jetzt erst das zweite Mal. Dann wird es auch zurückgebracht. So, was haben wir hier eigentlich noch für einen schönen Superbau? Ach, den setze ich jetzt auch hin. Ich glaube, ich mache jetzt heute wirklich mal die Apollo-Insel. Tutto completi fertig. Oder jedenfalls das, was mir so auffällt. Eine Rufsäule. Aha. Und das auf der Apollo-Insel. Ich meine, ich finde es jetzt gerade in diesem Moment nicht unpraktisch. Dann schnappe ich mir irgendwie einen Jeep oder SUV.
um hier ein bisschen über die Insel zu brettern. Dann sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Und trotzdem überrascht es mich ein bisschen, weil so weitläufig ist die Insel ja dann doch auch nicht. So, was haben wir denn da Schönes? Motorräder haben wir immer noch keins, was mich ein bisschen ärgert. Ja, worunter fallen denn die SUVs? Unterwuchtig vielleicht? Ja, da sind sie. Dann nehmen wir uns doch vom... Wo ist er? Vom Chan. Chans Ironback, der sieht doch schick aus. Innen, jawohl, rot-schwarz. Geiles Gerät. Ja, das ist doch, denke ich, das richtige Gefährt, um sich hier auf der Insel ein bisschen umzuschauen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier ist wieder so eine blöde Kiste, die nutzt uns... Ah, weil wir die nicht wegziehen können, kommen wir nicht zu dem Element und deshalb... Also zu dem Parcours-Element und deswegen können wir uns da nicht... Diese Verkleidung... Au, au! Die Verkleidung unter den Nagel reißen. Wollt ihr mich verarschen? Das war ein heftiger Grill. Erst mit dem Auto gegen und direkt wie im Hollywood-Film. Kleinste Funke sofort. Bäm! Riesenexplosion. Und was bist du? Shuttle-Dreher-Programm. Naja, wir haben die Steine noch nicht mal. Okay, einfach testweise. Oh, das war schlecht. Vielleicht gibt's ja was. Kann man ja mal ausprobieren. So. Komm schon, Chase. Nicht blamieren hier. Basketball ist doch eigentlich relativ einfach. Wenn man sagt, ne? Naja, ich und meine Reaktion. So. Ich darf mir keinen Fehlwurf leisten. Jetzt, jawohl, das sieht gut aus. Schön. War ja auch eigentlich nicht weiter schwer, ne? Ach was, ein Superstein. Aha. Und das Ding hier kann man farblich umdekorieren? Was will das Ding denn für eine Farbe haben? Na, du sollst den... Ach so, okay. Rot brauchen wir, okay, alles klar. Aber jetzt, wenn wir hier sogar einen Superstein gekriegt haben, dann mache ich das hier auch nochmal. Wer weiß, vielleicht kriegen wir hier auch nochmal einen. Das war ja nur ein Tausender. Das könnte ja durchaus sein. Wäre es jetzt ein Zehntausender gewesen, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man hier direkt nochmal einen kriegt. Das wäre irgendwie ein bisschen heftig. Schlechter Wurf. Aber dafür war der umso besser. Könnte ich mir das doch glatt vorstellen, ne? Ja, scheinbar nur ein paar Stats. Aber egal, nehmen wir auch. Passt schon. Das war's für mich. Das war's für mich. Ach ja. Ich habe letztes Mal irgendwie einen roten Stein freigeschaltet. Da stand Steinemagnet. Ich würde ja jetzt gerne mal wissen, ob das bedeutet, dass dann die Steinchen, die da auf einen zugeflogen kommen, also die, die dann auf dem Boden liegen, ob die dann einem wirklich so zufliegen. Stimmt, hier waren wir doch schon mal und haben kläglich versagt. Oh, und wir versagen wieder, wie es aussieht. Nein, tun wir nicht! Uha, genial. Oha, und es gibt wieder einen Superstein. Schöne Sache. Dann habe ich meine Schmach vom letzten Mal ja ausgeglichen. Ich dachte erst, das wäre eine Hüpfburg hier, aber nee, nee. Okay, ist das da ein Parcours-Element? Nein. Und hier haben wir, glaube ich, auch schon draufgehauen, aber komm, der Vollständigkeit halber. Ja, ja, Forest Blackwell entkommt, nix ist. Wir sind hier in einem Videospiel. Solange nicht irgendwo ein Countdown läuft, muss ich mich nicht beeilen. Gott sei Dank. Ich mag es nicht, wenn ich mich stressen muss in dem Spiel. Oh ja, ja, da waren wir schon mal. Deswegen kriegen wir auch nur einen kläglichen Tausender-Stat und sonst nichts. Na gut, ein Jammer um unseren SUV. Ich meine, den können wir... Oder Jeep besser, ne? Ein SUV ist das jetzt nicht wirklich... Man könnte sich den natürlich wiederholen, aber ich habe jetzt keine Lust, da hinzulaufen. Und hier vorne gibt es ja auch schon wieder ein Auto. Und ein Superbau. Was ist denn das für einer? Ein ganz kleiner, süßer. Und kostet dann 40.000. Ist klar, Leute. Okay, Super-Satellit ist natürlich auch schon eine Hausnummer, aber trotzdem. Ich frage mich, ob einem das... Ja gut, es bringt einem goldene Steine und alles und dann einfach so für die Vollständigkeit. Aber ob da irgendwas passiert, wenn man alle Superbauten hat? Also falls das einer von euch weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Aha. Wo geht's denn hier hin? Gut, Tor ist zu, soll uns nicht weiter interessieren. Kommen wir jetzt eh nicht hin. Nee, bitte nicht da runterbrettern. So, wo machen wir denn mal weiter mit unserer Erkundungstour? Ich will auf jeden Fall gleich noch an den da oben waren wir ja schon mal. Ich gehe trotzdem mal hin. Wer weiß, was wir
zurückgelassen haben, schon alleine, weil man nicht alle Verkleidungen hatte. Und ich weiß jetzt auch, na, Chase, was war das denn? Okay, das war mein Fehler. Man sollte seltenst auf die Spielfigur meckern und ich sehe gerade, da hinten war ja Dynamit und das können wir da benutzen. Sondern eher die Schuld bei sich selber suchen. Das ist in allermeisten Fällen ist das eher der Schuldige. Sitzt vor dem Bildschirm, sagt mein Chef auch immer. Naja, ist wohl auch so. Aber wieso habe ich denn den Automaten nicht entdeckt, als ich hier war? Der ist doch eigentlich jetzt so krass nicht versteckt. Aber gut, manchmal entdeckt man wohl auch das Offensichtliche nicht. Und ich weiß noch, hier habe ich mich noch drüber unterhalten, dass ich schon viele dieser Silberstatuen gesehen habe, aber eigentlich selten irgendwo einen Dynamitautomaten. Und dabei war er jetzt so nah dran. Naja gut, was soll's. Okay, zumindest eine Sache haben wir damit ja schon mal, die eigentlich huppala. Und hier das nächste. Also ich denke, es lohnt sich durchaus nochmal, die Sachen nochmal abzulaufen. Gibt es eine Kletterranke? Ja, aber gerade sagen, das macht doch hier definitiv Sinn an der Stelle. Aha. Ach, ein Fisch ist das. Da oben ist eine Katze. Okay. Ich weiß zwar nicht so genau, was wir mit dem Kätzchen wollen, aber ich schätze mal... Oder hat der Feuerwehrmann, weil wir das da in der Mission auch mal hatten, hat der vielleicht immer... Der hat immer ein Fischchen dabei! Da hatte ja der Hauptmann von den Feuerwehrleuten gesagt, das sei die wichtigste Aufgabe der Feuerwehrleute hier. Katzen gerettet! Okay. Mensch, schon wieder was völlig Neues zum Sammeln. Der helle Wahnsinn. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Genau, der hatte gesagt, dass das sei das Wichtigste, was man in Lego City zu tun hat. Katzen retten. Und auch das Wundervollste. So. Und das hier, Moment, das war Bergarbeiter. Quatsch, hier. Bauarbeiter, ne? Das Käffchen trinken. Dann machen wir uns mal ein. Ist da herrlich. Ach ja. Was die sich alles für ein Spökes haben einfallen lassen. Es ist ja das erste Lego-Spiel, was ich spiele. Ich frage mich jetzt bei vielen anderen, jetzt weiß ich nicht, Lego Herr der Ringe oder sowas. Ach Quatsch, also Herr der Ringe Lego, so, falsche Betonung. hier ist man ja völlig frei, wie man, wo man kleine Witze einbaut. Und das stelle ich mir bei Herr der Ringe und Co. oder anderen Themes, weiß ich nicht, Harry Potter und Batman, was es sonst noch alles gibt mit Lego, schwieriger vor. Aber die sollen ja schon auch alle humorvoll gestaltet sein. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig, dann ist was. Hey. Also, falls ihr viele Spiele dieser Art, also von Lego, schon gespielt habt, könnt ihr mir ja gerne eine PN oder in die Kommentare schreiben. Wie ist das so? Also sind die auch humoristisch angelegt? Sind die ähnlich witzig wie das Spiel hier? Ich meine, ich muss jetzt mittlerweile nicht mehr oft brüllend lachen, aber ich finde es trotzdem amüsant und für ein Schmunzeln reicht es oft. Oder ist das hier schon besser? Humorvoller? Also wenn ihr das so mit den anderen Lego-Spielen vergleicht, würde mich mal interessieren. Oha. Diese Parkour-Elemente. Wie kommt man denn da hin? Vielleicht über diese Kiste da? Ist da irgendwas Spannendes drin? Ich guck mir das mal an. Nee. Nichts Zusammenbaubares. Wobei ich glaube, wir hatten ja vorhin einen... Da gab es ja noch einen Punkt, wo man rüber gekonnt hätte. Was ich ja nicht gemacht habe, weil ich dachte, okay, da geht es dann wirklich nur noch zu der Mission von damals. Vielleicht hätte man sich das doch mal anschauen sollen. Man weiß es nicht. Naja, ich laufe jetzt auf jeden Fall nicht direkt wieder hoch. Ich schaue mich jetzt erstmal hier. Das waren nämlich die Punkte, warum ich mir gedacht habe, ich gucke mich hier jetzt mal um, diese ganzen Schalter. Aha, ein Farbwechsler. Das ist mal eine gute Sache. Wir haben schon so viele Sachen hier gesehen, wofür man den braucht. Aber das ist jetzt mal endlich auch mal eine Farbe dazu. Schöne Sache. Ich denke zum Beispiel hier diese Kiste, die wird ja gelb sein. Jawohl. Eine von vier. Mhm.
So, und was ist hier drin? Vielleicht nochmal ein Farbwechsler für eine andere Farbe. Und hat hier ja schon einige Dinge gesehen, die man brauchen könnte. Nee, nochmal ein Käffchen. Okay, dann Prost, Chase. Vielleicht ist der voll aufgedreht, weil er so viel Koffein-Infos hat. Ich selber trinke ja überhaupt gar keinen Kaffee. Haben sich viele Sachen von der Kindheit geändert, dass man bestimmte Gemüsesorten früher nicht mochte. Heute mag ich sie richtig gerne. Aber Kaffee, ne, das ändert sich bei mir irgendwie nicht. Was ich eigentlich eher unpraktisch finde, weil es ist in Deutschland sowas von gesellschaftliche Konvention. Egal wo man ist, man kriegt einen verdammten Kaffee angeboten. Und manche Leute gucken schon so ein bisschen schief, wenn man sagt, nee, ich trinke keinen Kaffee. Also ich glaube, der ein oder andere empfindet das sogar als unhöflich. Und wir erinnern uns, auch wenn das eher scherzhaft gemeint war, an die Szene, als wir die Bauarbeiterverkleidung bekommen haben, von wegen, ob sie ihn feuern, wenn er sagt, dass er Teetrinker ist. Ich meine, gut, ich trinke auch keinen Tee, aber so im Sinne von nicht dazugehören. Und ja, ich weiß nicht. Also ja, ich glaube wirklich, manche Leute finden das unhöflich. Was haben wir da für eine Farbe? Blau. Ich glaube, ich hätte hier irgendwie ein bisschen strukturierter vorgehen müssen beim Erkunden. Weil ich bin mir jetzt gerade etwas im Unklaren, wo ich jetzt als nächstes hinlaufe. Ja, da hören wir es. Das war ein Fehler. Ja, ja. Der weiß Bescheid, der Junge. Insofern, ich gehe jetzt nochmal den Weg oben ab, weil ich wissen will, ob wir da hinten, wir haben ja gerade eben Parkour-Elemente gesehen, zum an der Wand entlang klettern. Und mich würde ja jetzt dann doch mal interessieren, ob wir hierüber daran kamen oder nicht. Also ob das quasi zu dem normalen Missionsweg, als wir hier in die Station eingedrungen sind für den Mondbuggy, ob das da dazugehörte. Es geht doch zumindest schon mal in die Richtung, oder? Ja. Okay, ich gehe trotzdem mal rauf. Einfach mal gucken, ob wir da irgendwas noch haben, was wir erkunden können, aufmachen können mit einer neuen Verkleidung. Und ansonsten haben wir zumindest eine schöne Aussicht. Und dank Jetpack oder Hühnchenflug können wir doch auch schön entspannt nach unten segeln. Boing. Na komm schon, Chase, mit ein bisschen Schmackes, jawohl. Aha, aha, lohnt sich doch. Ich sehe doch hier schon wieder die Stromkästen. Oh, und das da oben ist doch bestimmt ein Helikfeld. Da will ich jetzt mal wissen, was das kostet. Na? 20.000, komm her. Das wäre dann unser erstes. Sehr schön. Dann kommt man hier doch zumindest schon mal zügig weg, wenn man das möchte. Ach was, UFO? Geil, ist das jetzt hier so ein, ja bestimmt, ne? So ein frei verschaltbares Flugobjekt. Gute Sache. Was, haben wir die hier nicht schon gehisst? Das war doch hier so eine Flagge für ein Gebäude, dass man da oben drauf ist. Na gut, scheinbar nicht. Haben wir wohl vergessen. Na gut, dann jetzt. Also man sieht, hat sich doch gelohnt, hier nochmal raufzugehen. Und hier vorne ist ja noch was. Aber wo ist... Ah nein, ich kann hier, das ist irgendwie okay. Weil ich in der Mission bin, kann ich das jetzt hier nicht starten. Oder wie sehe ich das da unten? Von wegen, ich bin in einem Event, den soll ich abschließen. Ja gut, das ist natürlich schade jetzt. Und das verstehe ich nicht. Wieso kann ich an solchen Stellen hier weiter nach rechts... So, das ist die normale Einstellung. Und weiter als so kann ich nicht nach rechts drehen. Und das finde ich echt bescheiden. Warum kann ich mich hier nicht umgucken? Das ist ein schöner, hoher Platz. Da könnte man richtig perfekt sich umgucken, wo man als nächstes hingeht. Oder auch einfach nur mal den Ausblick genießen. Aber nix ist. Funktioniert nicht. Finde ich ein bisschen mau. Aber gut, was will man machen? Na gut. Was soll's. Jo. Wir kommen ja gar nicht mehr auf den Boden, also. Aha, und was wollen wir hier? Naja, nix. Hier war wohl mal irgendwas spannend. Irgendwas Spannendes, so. Was gibt's eigentlich hier? Das haben wir uns ja noch gar nicht unter die Lupe genommen. So dieses Metallgerüst hier, da habe ich mich noch gar nicht aufgehalten. War hier nicht gerade irgendwo eine Leiter? Wo man nach oben kam? Oder war die nur auf einer höheren Ebene? Ne, scheinbar hier nicht. Ha, ach, da drüben. Okay.
Hoffentlich reicht das mit dem Jetpack. Jawohl, tut's. Oh, und wir haben doch noch... Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Jawohl, die gelbe. Sehr schön. Na komm schon, hier ist doch auch... Nein! Ich hätte es gewettet, dass hier irgend so eine Teleportstation oder sowas in der Art drin ist. Ja, na gut, dann nicht. So, hier haben wir aber eine Leiter. Dann schauen wir doch mal. Oha! Moment, ist das hier das Missionssymbol? Muss ich hier am Ende hin? Weil das möchte ich jetzt eigentlich nicht so zu so einem fortgeschrittenen Zeitpunkt im Part. Dann jetzt die Mission anfangen, das wäre total unnötig. Da gucke ich mich lieber noch ein bisschen um und das machen wir im nächsten Part dann in Ruhe. Naja, machen wir so. Machen wir so. Ist ja ein bisschen bekloppt jetzt, wenn wir hier für ein, zwei Minuten die Mission dann noch anfangen. Das macht ja jetzt nicht so wirklich Sinn. Ist vielleicht hier unten noch irgendwas? Da unten sehe ich noch eine Kiste. Ich würde gerne die anderen beiden Container noch finden, die man gelb streichen muss. Also wenn wir das jetzt nicht... Ich werde gleich, glaube ich, offscreen hier noch eine kleine Runde rumfahren und die beiden suchen. Das ist ja jetzt nicht so spannend. Einfach, weil wenn man die Mission macht oder sonst irgendwie weggeht, hat man die gelbe Farbe nicht mehr und wenn ich die dann suche, habe ich eh wieder vergessen, wo ich die gefunden habe. Und insofern, dann habe ich das erledigt. Dafür gibt es ja dann bestimmt auch nochmal einen goldenen Stein als Belohnung. Oha! Sehe ich da so ein Speedboat? Wie geil ist das denn? Können wir doch bestimmt irgendwie, ist das bestimmt wieder so ein Zeitlauf oder so. Na, hier unten haben wir uns auch noch gar nicht umgesehen. Schande über mein Haupt. Und ich weiß, das ist da hinten und ich will mir das gleich auch unter die Lupe nehmen, aber ihr kennt mich ja. Aufmerksamkeitsspanne wie ein Vögelchen. Ich sehe wieder irgendwas oder wie eine Eintagsfliege eher. Doch Vorteil, triffst jeden Tag neue Leute. Ach okay, das ist hier nur wie oben auch zu. Das sah von weitem irgendwie verheißungsvoll aus hier. Aber ist dann wohl doch nicht so spannend. Schade. Naja gut, dann will ich zumindest nochmal schnell zum Speedboot laufen. Und mal gucken, was es damit auf sich hat. Ich hoffe mal, das ist ein Zeitlauf, weil das würde ja bedeuten, dass wir das auch freischalten können, oder? Wobei Kategorie Boote gibt es, glaube ich, gar nicht. Oder ist das einfach nur, um hier so ein bisschen, na scheint so, so ein bisschen just for fun rumzufahren? Ja, ja. Aber cool, wusste ich noch nicht. Schöne Sache. Kann man sich die Insel mal von einer anderen Perspektive aus ansehen. Einfach mal eine Runde rumdrehen. Oder vielleicht kann man ja so auch zum Festland zurückfahren. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich schätze mal, dass es geht. Warum nicht? Ist ja eine offene Welt. Moment. War das einfach nur ein auffälliger Felsen oder geht's da... Nee, nee. Ist nur ein auffälliger Felsen. Okay, ich dachte, vielleicht geht's da rein. Wäre da jetzt ein kleines Stück Strand gewesen, da hätte man auch schön eine Stelle zum Sprengen hinsetzen können, dass man da irgendwie noch so eine geheime Höhle hat oder so. Und apropos geheim, was ist denn das hier für eine einsame Insel? Ach Chase, jetzt hörst du surfen auf. Soll das jetzt bedeuten, man soll auf diese Insel nicht, oder wie? Weil das ist ja jetzt nun, weiß Gott, nicht so steil, dass das notwendig wäre, da so rumzueiern, wie er es sonst nur bei Steinen macht. Ach, das ist doch blöd. Ich will auf diese Insel und man sieht da ja auch Bäume und alles. Also ich denke, man kann ja eigentlich drauf. Nee. Naja gut, dann halt nicht. Gut, Leute. Ich würde sagen, das soll es zur Erkundung hier erstmal gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn es mit der Story nicht weitergeht. Ich finde, so ein bisschen Sightseeing hat doch auch was. Sieht man mal ein bisschen was von der Welt. In diesem Sinne, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder in LEGO City. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht was draus. Euer Gordon. Ciao.